Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den 9RB-Projekt zusammen mit dem Herrn Julian Seidenbacher und mit dem Chris Huber und mit dem Herrn Kollegen da vom Hof, den Namen ich schon wieder vergessen habe, mit dem Herrn Zimmermann, genau. Der eine Unbekannte, ja hallo, herzlich willkommen zu der neuen Folge. Der Unbekannte ist übrigens Herr Zimmermann. Ja. Achso, und übrigens Dominik. Hm? Eigentlich. Willst du gleich mal mitkommen? Wohin? Zum Bürgermeister. Ja. Ja. Wegen dem Ding. Bist denn du? Fahr mal mit meinem Mahindra, oder? Ja. Wir fangen schon mal an zu mähen. Und ansonsten kann er gleich in der Zimmer mal ein bisschen was machen. Damit er auch ein bisschen Arbeit hat. Habt ihr gleich Italiener? Ja, aber Bürgermeister. Ja. Deswegen. Aber da haben sie jetzt auch ein bisschen was zu tun. Ja, ich mach gerade die Absperrung weg. Ja, ja. So, einmal alles abmähen oder was? Ja, alles, was in unserem Gebiet ist, würde ich mal sagen. Ja, mach ich. Ja. Ich sehe schon, hier ist schon ein bisschen was gewachsen. Ja, ein bisschen was, schreit er. Ja, die Wiese ist sehr groß, also sehr... Ne? Ich weiß nicht, ob ich hier über dem Feld auch noch machen soll, ob das zu Ihnen gehört, aber hier hinten rum auf jeden Fall. Nee, das da drüber gehört nicht mehr mit, glaube ich. Ja, okay, dann... Ist ja ganz gut, ich ja nicht weitergemäht. Also echt gut, alles gut. Da bekomme ich aber bestimmt immer gut Geld durch das Holz und muss weniger zahlen. Ich kurz zum Bürgermeister. Ja, Huber, wenn Sie schätzen müssen, was glauben Sie, was gibt denn das? Oh. Keine Ahnung. Ja. Sehr unterschiedlich, die Preise, ja. Da sind ja unterschiedliche Dicken und Längen auch alles. Eben. Dann fahren wir gleich mal da unten hin. Ja. Vorher mähe ich mal ein bisschen. Theoretisch kannst du, wenn ich mit der zweiten Bahn durch bin, gleich schon mal anfangen zu schwaden. Ja, bin ich eh schon dabei. Ja. Das wird alles so perfekt passen, aber ein Millimeter macht's kaputt. Da. So, dann sind wir da einmal schon gleich mit einer Runde. Da
Wann hast denn du Termin gemacht? Ich melde jetzt halt die Runde hier durch und dann fahren wir. Ich glaube, der Ertrag da ist ein bisschen schwach für den Winter. Was? Der ist eigentlich viel zu groß dafür schon bald. Na, was heißt zu groß, aber der ist eigentlich gut genug dafür. Ich bin damit ja, ich habe ja damit auch geschwadet, das war ich top. Oder der spinnt schon wieder ein bisschen. Ja. Weil er rutscht oder du machst schon wieder Blödsinn. Er rutscht hinten immer weg in der Kurve. Du musst richtig damit und nicht arbeiten kann. Ja. So, dann komm. Eieiei, das ist ja aber ganz schön lange Überlänge hier, Herr Huber, meinem einen. Oha. Ach du Gott, guck mal. Herr Zimmermann. Das, so kann man fahren, oder? Ja, einfach ein Fähnchen oben dranhängen, ist gut. Herr Zimmermann, wir sind mal kurz beim Bürgermeister. Ja, ich hoffe, Sie haben die Motoren ausgemacht. Ja, klar. Also ich zumindest. Ob der Dominik das gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber ja, diesmal. Das ist nicht mein Traktor, das ist egal. Nimm meinen roten Mahindra, der fährt 5. Ach stimmt, das war der, klar. Diesmal fahre ich mit da. Der Karre. Jo, viel Spaß. Danke, jo, danke. Nicht, weil den sei Fahrweise, das ist ja mit einer Wahl. Mein Freund. Weg ja, da. Ja, oh, ja. Immer mir regt das hier auf, aber er ist nichts besser. Deine Karre ist echt scheiße, muss ich schon sagen. Nur weil deine 45 fährt, kann ich nicht dafür. Ja, jetzt gib einmal, Stoff anständig, ich will 97 Max sägen. So. Max 97 will ich sägen. Hat der Lolo nicht mal eigentlich seinen Hof umgebaut? Der steht doch mal woanders. Oder nicht? Was ist denn das wie eine Scheißkrache, Digga, ehrlich? Rückfahrt fährst du, Junge, die rutscht ja nur. Uiui, pass auf, das war jetzt knapp. Was denn? Bist du bescheuert, aber über mir regt das. Übertreib mal nicht. Wo hast du deinen Führerschein gemacht, bitte? An der Führerscheinstelle. Ey, Maushausen oder was? Mein Freund, du kannst auch nicht besser fahren. Wer fährt, was den Bürgermeister nicht? Was denn? Also, mir ist schlecht. Ganz normal gefahren. So. Herrhaft. Ja, hallo. Oh, ist mir schlecht. So. Können wir in Ihrem Büro vielleicht reden? Auch wenn das Wetter ganz schön ist, aber trotzdem. So genau. Was mit Dominik draußen? Hast du auch wieder recht. Ja. Ich mein Dominik, du. Auf, oder? Ja, fahr mit dem Aufzug. Jetzt geh weiter. Fett für die scheiß Treppe. Digga, ich pack ihn nicht hier. Ja, dass du zu dick bist für die Treppe, das ist ja nichts Neues. Mann! Oh, also herrhaft, ich weiß nicht, wie sie hier so locker flockig hochkommen. Ah, jetzt. Loder. Wollen Sie damit sagen, dass ich dick bin? Ich klemm in der. Herrhaft. Muss ich mir jetzt. Soll das heißen, dass ich dick bin? Das hab ich nicht gesagt. Da sagen sie nichts. So. Das hier ist Ihr Büro, oder nicht? Ja, aber ich hab den Schlüssel verloren. Na, oder? Nee, oder? Ah. Ja, geh doch rauf. Wo ist denn das Problem? Einfach herhaft. Kein Problem, ich mach ihn auch gerne die Tür auf. Ja, Schleimer. Ja, genau. Hey, wo geht's denn hier hin lang? Ach so, geht's wieder rauf. Hallo. Was? Ist da wer? Entschuldigung.
Ja, ich glaube es auch. So, setzen wir uns mal hin. Ja, lass uns mich nur draußen, haben's recht. Ja, komm so rein. So, die Tür klemmt. Es geht darum, dass ich gerne einen Halsband. Ich klemm die Tür auf. Mein Gott, komm rein jetzt hier. Ah. Ja. Mach Tür zu, Winnie. Gibi. Och. Ich seh, du da an die Türklinke gehst und die zumachst. Ach komm, ich mach die zu. Jetzt geh aus dem Weg hier. Du bist so ein Pechmast. So, so macht man die zu. Ach komm. Gleich hab ich ja echt keinen Bock mehr. Mann! Jetzt gerade, was hier so lustig ist. Ich doch nicht. Neuerhaft. Jetzt nimm mich zu ernst. Hey. Jetzt! So, herrhaft. Vielleicht wissen Sie ja, warum wir hier sind. Und zwar geht's ja um den Pachtvertrag für die Fläche da oben. 1 Million zu 12%. Ah, 12%, ja. Wie bitte? Freile. Nein, erzählen Sie mal. Pachtvertrag. Habe ich hier liegen. Schon. Ernsthaft, das ist ja gut. Im Ernst jetzt, ja. Das ist top. Das heißt einmal da unterschreiben, oder was? Genau, 425 für die gesamte... Mann, ey, ich gleich. 42. Genau, Pacht von 425. Unbefristet. Kann ich vielleicht auch nochmal hier durch, oder... Danke. So, Dominik, es muss ja einer unterschreiben, der auch, ja. Hä? Hey. Zap, zap, zap. Wer hat mehr unterschreib Vermögen? Du auch noch? Du hast weniger Vermögen wie... Du unterschreibst. So. Passt, ja. Bebauen dürfen wir auch, haben sie gesagt. Ja, so weit das zurückbaubar ist, ne? Also ohne... Ja, klar. Aber halt eine feste Weganbindung können wir ja trotzdem dahin machen. Ja, klar. Ja, klar. Ja, ja, da fragen wir das Bauunternehmen. Die sollen da den Weg eine schön kofern und verdichten und dann passt das. Ja, das heißt, sie schicken uns ja monatlich immer eine schöne Rechnung. Genau. Ja. Wegen dem... Oh, wie heißt es denn jetzt? Ja, wegen dem Bauvertrag, müssen wir auch wieder zu Ihnen oder nicht? Mhm. Kann man jetzt schon mal was anfragen? Wollen Sie denn für die Baugenehmigung? Ja. Wir wollen gerne erstmal vor allem eine Halle und vielleicht so einen Wohnwagen oder so dahinstellen. Ja, gut, Wohnwagen können Sie einfach. Ja, halt einfach eine geschuldete Fläche. Aber vor allem geht es halt um die Halle, die wir da hinbauen wollen. Mhm. So eine kleine. Wo halt die zwei Traktoren und die zwei Maschinen daran da passen. Jojo, da willst du wieder deinen Knobelschuppen aufmachen, gell? Mein Freund, das warst du immer, du. Ich bin. Du gehst immer ins Casino. Du, mein Freund. Du gehst immer ins Casino. Wer hat weißt, mehr du Geld? Mal, weißt du, weißt, oder du ich? Mal hinge- Dominik, komm mal kurz her. Mal, geh mal raus, wie geht's hier? So, mach mal Tür auf hier. So, komm mal mit. Ja. Weißt du, wo du jetzt hingehst? Ich bleib jetzt da stehen, so. Komm mal mit. Du gehst hier hin in die Küche und du machst den Mund zu. Weil ich rede hier gerade mit einer wichtigen Person und mit einem wichtigen Gespräch ist das hier. So. Sorry, Herr Haft. Aber der Dominik muss man immer erziehen, das ist ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall hätten wir gerne Was darf es denn sein, Herr Haft? Nee, nix. Captured Mario, Pommes vielleicht? Ach, hallo. Ja,
Mehr von Theke zu Theke reden. Lassen Sie mir auf jeden Fall mal eine Zeichnung zukommen. Ja, wir lassen mal eine Zeichnung zukommen. Ich weiß ja nicht, was Sie sich so unter einer Halle vorstellen. Ob ja, damit wir unsere Geräte schön runter einstellen können. Blech ist. Nee, ehrlich nicht, Dominik. Komplettes Fundament hat oder ob sie da einfach eine gewisse Fläche pflastern wollen und dann nur bestimmte Stützpunkte, sag ich mal, in Fundament integrieren wollen. Wie sagt man? Sie wissen, was ich meine. Ja, weiß ich. Wie groß das Ganze sein soll. Ja. Können Sie mir mal eine Zeichnung zulassen? Ja, das machen wir. Aber das werden wir mit dem. Haben wir. Ja, nein, mache ich mit dem Bauunternehmen aus. Ja. Ja. Was? Danke dann für die Informationen, Herr Haft. Ja, klar doch. Immer gern. Die Rechnung jetzt für die ersten paar schicke ich Ihnen. Das mache ich meistens gleich fertig. Ja, ja, schicken Sie sich da. Schicken Sie halt einfach. Wie dann kommen wir nochmal mit der Zeichnung hier. Wir reden dann mit dem Bauunternehmen, wie das da aussieht. Ja, und dann kommen wir nochmal zu Ihnen und ich lasse dann die Zeichnung Ihnen nochmal durchschicken. Ja, Ja, klar. Ja. Ja, dann danke fürs Gespräch. Ja. Die Claim fest. Ja, das heißt, ab jetzt können wir da auch auf dem Gelände was machen. Ja. Und wie gesagt, wenn Sie bei finanzielle Unterstützung bei der bei dem Bau. Ja, ist mir schon klar, dann. Kommen Sie gerne auf mich zu. Ja, ja, bis dann. Ich lasse den Dominik bei Ihnen. Der braucht ein bisschen Erziehung. So. Bis dann, Herr Haft. Bis dann. So, da bin ich wieder. Dominik, du Kack. So, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Schaut bei euren Kollegen vorbei. Und vergesst nicht, zur nächsten Folge wieder einzuschalten. Und dann bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.